Mein Name ist Dieter Bayer von der Harley-Davidson Charity Tour. Wir sind heute in Lienz in Osttirol angekommen. Das ist nicht das erste Mal, sondern da waren wir schon vor vielen Jahren auch, weil wir fahren seit 24 Jahren durch Österreich und sammeln Geld für muskelkranke Menschen. Das Problem ist, wenn du an einer Muskelkrankheit erkrankst, die ist leider unheilbar nach wie vor, aber die Familie hat dann sehr viele Herausforderungen zu stemmen. Zum Beispiel die finanzielle Geschichte, Lebenswandel sozusagen umkrempeln müssen. Und nicht viel oder nicht alles kriegt man von den staatlichen Institutionen, Krankenkassen und so weiter. Und dann kommen wir ins Spiel. Das heißt, wenn man ein Auto braucht, wo der Rollstuhl reinpasst oder irgendwelche anderen Dinge, dann kann man das bei uns beantragen auf unserer Homepage harley-charity-tour.at. Und wir schauen, dass wir so schnell und so unbürokratisch wie möglich helfen. Und alle haben aber Spaß und Freude bei der Sache. Und gerade wenn wir wieder in Lienz sein dürfen, bei diesem wunderbaren Wetter in Osttirol, da zeigen sich die Menschen immer besonders spendenfreudig. Und wir freuen uns jetzt schon sehr auf den Event hier und dürfen auch in Lienz übernachten und morgen das schöne Bergpanorama genießen. Ich habe es jetzt gezählt, also wir sind, glaube ich, jetzt nach Lienz definitiv noch über 200 Motorräder. Heute waren wir schon knapp bei 300 Motorräder, also es ist schon ordentlich. Heuer sind wir 5 Tage unterwegs. Es kommt immer darauf an, wie der Feiertag fällt. Also wir fahren meistens 5 bis 6 Tage und sammeln, wie gesagt, Geld in fast ganz Österreich. Bis Osttirol schaffen wir es, aber nach Vorarlberg, das ist dann leider schon ein bisschen zu weit und es in 5 oder in 6 Tagen zu schaffen. Kommt das nächste wieder nach Osttirol? Definitiv, wir kommen immer super gern her. Ich meine, ist natürlich von den Straßen her eine der schönsten Gegenden Österreichs und das lassen wir uns definitiv nicht entgehen, dass wir dieses Panorama bei dem Wetter genießen. Und morgen wird es ja auch schön und wenn wir dann Richtung Salzburg rauffahren, auf das Gfreimaul schauen. Osttirol ist definitiv ein Fixpunkt bei uns.